Moin, Moinchen, ihr schroffen Jungs und Mädels, und herzlich willkommen hier auf dem Klo mit Pinball Mania. Ja, GameTech servierte uns auf dem Gameboy, glaube ich, sogar 4 Ableger dieses ganzen Gameboy-Spektakels. Pinball Dreams, Pinball Fantasies, Pinball Deluxe, all die haben wir uns in den letzten Wochen durchgeguckt. Und wie ist das nach den großen 3 Pay-Per-Views, ne? Beim Wrestling kennt man's, dann kommt WrestleMania. Und genauso kommt heute Pinball Mania aus dem Jahre 95. Ich glaube, das ist auch das Jahr, in dem Pinball Deluxe erschienen ist, was ja im Endeffekt einfach nur eine Verschmelzung aus Pinball Dreams und Fantasies war, wo alle 6 oder 7 Tische drauf vereint waren. Jetzt mit Pinball Mania erwarten uns tatsächlich neue Tische. Ist das nicht schön? Ja, neue Tische, und zwar Tarantula, Jailbreak, was haben wir noch? Kickoff und Jackpot. Ich würde sagen, wir fangen mit Jackpot an und ich versuche in der kurzen Spielzeit von, ich sag mal, ungefähr 5 Minuten alle Tische mal kurz anzuschauen. Wir gehen in Jackpot rein. Und ja, über die grundsätzlichen Infos, Soundtrack, Hersteller und so weiter, ne, da haben wir schon so viel geredet in den vorherigen Ausgaben. Wenn ihr da an Background-Infos interessiert seid, dann schaut gerne in die vorherigen Wochen rein. Da gab es hier Pinball Dreams, Fantasies und Pinball Deluxe natürlich auch. Ja, und da habe ich wirklich schon oft auch Sachen wiederholt, die ich heute nicht unbedingt nochmal erzählen möchte. Aber der aktuelle Marktpreis spielt natürlich eine Rolle. Der ist hier relativ, ja, überschaubar ausgefallen. Das reine Modul, war ich überrascht, relativ teuer. Oh, da hätte ich tilten sollen. Wie macht man das denn hier überhaupt? Mit Select oder so? Ja, das reine Modul liegt nämlich zwischen 15 und 25 Euro so ungefähr heutzutage. So oft läuft es anscheinend einem nicht über den Weg. Ja gut, man sieht jetzt hier optisch keine großen Unterschiede zu den vorherigen Spielen. Das sieht optisch ähnlich aus wie eben schon bei Pinball Deluxe. Ich musste hier leider schon wieder einen anderen Emulator nehmen, ja, dessen Performance einfach nicht so flott ist wie die, die ich gewohnt bin. Hier haben wir so ein lustiges Rad unten, ne, diese typischen Jackpot-Räder. Hier wäre ich auch wirklich mal gespannt auf die Umsetzung eines, ja, des Ganzen auf DOS oder Amiga zum Beispiel, weil da dann doch die Grafikpower einfach viel mehr da war. Hier sehen die Tische mehr oder weniger fast alle gleich aus. Ich würde jetzt noch mal versuchen, bei dieser Ausgabe hier ein bisschen mehr zu... Ah, das, ich sehe das immer zu spät, wenn ich mal tilten sollte. Ja, ganz miese Vorstellung hier in dem Fall. Ja, aber wir gucken in den nächsten Tisch, würde ich sagen. Ach, guck mal, ich lande sogar auf Platz 1 der Highscores. Ja, irre. Kickoff. Fußball ist ja auch immer gern gesehen hier auf dem Klo. Die OVP habe ich nicht so richtig gut finden können. Ich habe da 1, 2 Auktionen gesehen oder auch Angebote zum Sofortkauf. Ich würde mal schätzen, die OVP könnt ihr für ungefähr 40, 50 Euro bekommen. Der purzelt einfach durch, ey, geil. Ja. Auch hier Kickoff, jetzt kein großes Fußballthema. Der Tisch sieht minimal so von diesen Streifen aus, ne, wie ein Trikot, was auch da oben dargestellt ist. Also es ist so Artwork-technisch wirklich nur minimalst immer dargestellt, was so möglich wäre auf dem Gameboy. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Gameboy nicht zu mehr imstande gewesen wäre. Dafür kann man sich ja Pinball-Spiele wie eben Pinball Revenge of the Gator oder den Pokémon Pinball oder auch Kirby's Pinball oder Kirby's, wie hieß der nochmal, Starball oder sowas? Pinball Land, ne, genau, so hieß der. Ja, anschauen, um zu sehen, dass der Gameboy definitiv mehr konnte. Und auch die Ballkontrolle finde ich hier nicht so gut wie eben auf der DOS- oder Amiga-Version, die ich auch beide mittlerweile mal angespielt habe. Ich rede hier jetzt allerdings von Pinball Fantasies. Diesen Teil habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht irgendwo anders gespielt. Bin nur gerade so leider immer noch ein bisschen enttäuscht von der Grafikpracht. Also hier hat man so ein kleines Trikot dargestellt. Hier sind so Pokale in dem Bereich. Dann haben wir ganz viele Anzeigen, wo, wann, wie irgendwelche Punkte gemacht werden können. Und ich mache jetzt extra eine ganz schlechte Vorstellung vom Gameplay, denn ich möchte alle Tische mal kurz gezeigt haben. Achso, und da unten hat man so ein bisschen den Strafraum quasi dargestellt. Okay, ja, so ein bisschen grafische Finesse haben sie versucht reinzubringen, aber da wäre wirklich mehr gegangen auf dem Gameboy, absolut. Vom Soundtrack bin ich immer mehr und mehr überzeugt. Also der düdelt eigentlich ganz gut in mein Ohr hinein. Da oben steht Law, ne, Guard, also da kann man so ein paar Wörter freischalten. Arrest und Cop und Jailbreak. Ja, das sind so die Bonusbereiche, die man wohl so freischalten kann. Ja, so von der Optik auch wieder recht minimalistisch gehalten. Ne, man sieht hier das Jail quasi, ne, das Gefängnis. Und da oben 2 so Rundwege, die man gehen kann. Das ist wahrscheinlich der Auslauf, und es macht immer so eine leichte Sirene, wenn man da so einen Bonus
Ding trifft. Ja, komm, wir versagen jetzt hier einfach mal so richtig übel, um auch noch den letzten Tisch Tarantula zu sehen. Oder sagt man Tarantula? Ich weiß es gar nicht. Also ich würde Tarantula sagen. Ist wahrscheinlich alles. Ist wahrscheinlich etwas für alle, die Spinnenphobiker sind. So, komm, dann segeln wir mal eben nach unten. Ich gebe jetzt gar keine Gegenwehr mehr. Ja gut, ne, jetzt rettet er sich quasi die ganze Zeit selber und macht noch ordentlich Punkte. Aber, mit Select tiltet man. Okay, gut. Jo, letzter Tisch. Tarantula oder Tarantula, wie man auch immer sagen möchte. Das wird bestimmt auch ein Spaß. Ist wahrscheinlich auch eine optische Darbietung. Also da diese ganzen... Oh, guck mal, da haben wir unten zumindest eine große Spinne, die da angezeigt wird. Und haben wir im oberen Bereich auch noch was. Web, Fang, Shock und Lair, die man noch freischalten kann. Okay. Also grundsätzlich muss ich ja sagen, sind die Tische schön gemacht. Ich finde immer die Reihen da außen ein bisschen zu breit. Da fliegt der Ball wirklich sehr, sehr gerne rein. Aber die Pinball Fantasy Streams und Co-Tische sind dafür berühmt, dass man wirklich gut durch Tilten den Ball auch retten kann aus so einer Situation. Ich bin da nur zur Reaktionsschwach zu, wie man merkt. Gut, der Wecker hat auch schon gebimmelt. Über den Preis haben wir geredet. Hersteller, Soundtrack und Co. Guckt dafür gerne in die Ausgaben, die ich die letzten Male gebracht habe. Ich will das jetzt nicht alles 5 und 6 Mal erzählen. Aber damit schließen wir die Reihe Pinball Deluxe, Pinball Dreams, Pinball Fantasies und auch Pinball Mania auf dem Game Boy ab. Es gab im japanischen Bereich noch einen Bereich, der nannte sich Pinball... Wie nannte sich der denn nochmal? Pinball... Müsste ich jetzt hier gerade einblenden, ich habe es gerade vergessen. Pinball Party oder sowas? Ja genau, Pinball Party. Ich weiß nicht, ob der hiermit zusammenhängt, ob das einfach nur der Name für etwas anderes ist, aber der ist zumindest in unseren Breitengraden nicht rausgekommen. Das schließt wirklich die Reihe in unseren europäischen Breitengraden ab. Und von daher sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Kommen Sie wieder, bleiben Sie geil und immer schön schroff bleiben. Wir machen den Abzug und gehen auch hier jetzt ins Aus. Ja, jetzt so langsam irgendwie zumindest. Okay, also bis denn. Tschüss.